Preis für Neshla Kelek, die bekannte Islamkritikerin, verliehen. Und darum ist Herr Merse jetzt sauer. Er versucht, bei der SPD unterzukommen. Die SPD Krefeld lädt ihn zum nächsten Jahr zum Aschermittwoch ein. Er darf also Aschermittwoch eine Aschermittwochsrede halten. Nächster Lobbyist, Kenan Kolat, SPD-Mitglied, Vorsitzender der türkischen Gemeinde Deutschlands. Ein anerkannter Völkermordleugner, und zwar den Völkermord an den Armeniern im Ersten Weltkrieg. Leugner! Er hat sich vertreten lassen bei der spannenden Phoenix-Diskussionsrunde nach dem Film Agathe, ein Völkermord am 13. April und hat sich vertreten lassen von seinem Stellvertreter. Er war da zu feige für, ins Fernsehen zu gehen. Aber ein anderer Vertreter war da, und zwar der Büroleiter der Hürriyet in Berlin, Herr Ahmet Gülaci. Beide haben alles vehement abgestritten. Und das heißt, Völkermordleugner sind im Fernsehen möglich, wenn man eben türkischer Herkunft ist. Das ist ein Skandal. Herr Beki Alboa, Dialogbeauftragter der DITIB, die ungefähr 900 Moscheen in Deutschland verwalten, erklärt ständig in den Medien, dass die DITIB autonom sei und dem türkischen Staat nichts zu tun hätte. Seltsamerweise berichten auch andere Medien, dass der Botschaftsrat der türkischen Botschaft in den höchsten Gremien der DITIB vertreten ist. Herr Boer soll endlich mal die Wahrheit sagen. Die DITIB ist ein Ableger der Diyanet, der Religionsbehörde der sunnitischen Türkei. Das ist ein Skandal. Herr Kizil Kaya, Vertreter von IGMG, Islamischen Gemeinde Milli Görüş, mehrere Seiten Verfassungsschutzbericht. Er war am 20. Mai 2008 bei einer grünen Veranstaltung. Ich komme aus den Grünen, ich war damals noch Mitglied, ich war dabei. Da wurde von Monika Düker, einer Landtagsabgeordneten, vehement vertreten, dass die Milli Görüş aus dem Verfassungsschutzbericht gestrichen wird. Monika Düker ist jetzt Landtagsinnenausschussvorsitzender in Nordrhein-Westfalen. Eine kleine Randbemerkung zum Thema Milli Görüş. Vor 2 Jahren wurde staatsanwaltschaftliche Ermittlungen von München aus gegen Milli Görüş und andere organisiert. Die Untersuchungen haben 1,5 Jahre gedauert und wurden einen Tag vor dem Besuch von Thomas de Maizière, Bundesinnenminister, eingestellt. Weil Thomas de Maizière am nächsten Tag in die Türkei fuhr und mit Milli Görüş zu tun hatte. AKP-Vertreter Erdogan und Köln kommen ja von Milli Görüş. Wir leben ja in Karnevalszeiten. Man könnte meinen, das war das Gastgeschenk der Bundesregierung für den Besuch von Thomas de Maizière in der Türkei. Seltsame Zusammenhänge. Ich komme langsam zum Ende zu meinem Lieblingsthema, graue Wölfe. Die mit dieser Zeit besonders gerne auch gesehen bei Fußball-Länderspielen. In jeder Stadt stört sich kein Mensch dran. Die Vertreter sind rassistisch, nationalistisch, islamistisch, und da gibt es Quellen für die symbiotische Beziehung zur organisierten Kriminalität. Eine Randbemerkung dazu. Ich kenne Polizisten, ich bin selbst ein Polizistensohn. Ich kenne Polizisten, die jetzt Anfang, Mitte 70 sind und früher bei der Kripo waren und auch für andere Organisationen gearbeitet haben. Ich habe diese Person gefragt, ob sie mir was erzählen können über graue Wölfe. Da wurde mir gesagt, Michael, ich kann nichts sagen. Ich habe nach meiner Pensionierung 6 Erklärungen beim Regierungspräsidenten unterschrieben, dass ich nichts sagen darf. Dies ist kein Zeichen der Beruhigung, sondern ein Zeichen der Beunruhigung. Was läuft hier in Deutschland falsch? Graue Wölfe sind mit 200 sogenannten Kulturvereinen in Deutschland vertreten, fast in jeder Stadt. In Krefeld an der Spitze der türkischen Union für islamische Vereinigungen und schwer in der Kommunalpolitik aktiv. Denn 1995 hat der damalige
der Gründer der Grauen Wölfe, Alparslan Türkiş, ein Hitlerverehrer und Gründer der Grauen Wölfe, in Deutschland gesagt, wir ändern unsere Strategie, wir gehen in die Parteien und gehen zuerst in die CDU. Daraufhin wurde in Krefeld ein junger Mann aufgebaut als Perspektivkandidat. Er ist jetzt 27 Jahre. Letztes Jahr haben wir ihn ins Fernsehen geholt. YouTube, Graue Wölfe in der CDU, Cosmo TV, alles nachzusehen. Mittlerweile, weil ich aus den Grünen ausgetreten bin, ist sofort ein grauer Wolf bei den Grünen in Krefeld eingetreten, nach dem Motto, was läuft bei den Grünen falsch? Da ist ja jemand, der kritisch ist. Mittlerweile gibt es auch 4 graue Wölfe in der SPD in Krefeld und alles ist vollkommen normal und ohne Probleme. Und die Grauen Wolfsgänge sind in Krefeld eine große Zentrale kaufen und umbauen. Alles in der Nähe des Freizeitzentrums, wo sehr viele Jugendliche sind. Ich kann nur sagen, viel Spaß. Ich komme jetzt zum Schluss. Ich gebe dir einen Flyer auf die Grauen Wölfe. Da werde ich einige Forderungen vorlesen. Wir brauchen eine Streitkultur mit den Verbandslobbyisten, die ich gerade genannt habe. Wir machen die Anerkennungskultur. Das heißt, alle, die in Deutschland leben, sie müssen anerkannt werden, auch in ihren Intentionen, auch wenn sie verfassungsfeindlich sind. Es gibt keine Streitkultur von den Altdeutschen zu Neudeutschen oder Eingewanderten. Die Migranten untereinander diskutieren hart, aber die sogenannten Bio-Deutschen haben keinen Mut, etwas zu sagen. Keine türkischen Nationalisten und Islamisten in Integrationsräte und Parteien. Überprüfung der Geldströme in und aus der Lager NRW, dass die Vertretung alle aus in der Beiräte. Offenlegung der Finanzströme aller Lobbyistenorganisationen. In der Lager Nordrhein-Westfalen, in der Kontrollkommission, sitzen Leute, die Juso-Vorsitzende in Fellwort gewesen sind und sich gleichzeitig in Duisburg-Hochfeld bei ATIP sehen lassen, bei den rechtsabspaltenden Grauen Wölfe. Das passt nicht zusammen. Es sei denn, die Jusos in Fellwurz stehen auf Graue Wölfe, Semmel neu. Keine staatliche Anerkennung des Nojo-Ordens des Milliardärs Fethullah Gülen. Das sind die Leute im Nadelstreifenanzug. In Köln vertreten zum Beispiel im Dialog Gymnasium oder Türkisch-Deutscher Akademikerbund die Kult interkultureller Dialog so Begriffe wie Ideal, Integral fallen da ständig. Sie sind sehr smart, im Gegensatz zu den Grauen Wölfen, die etwas hemdsärmeliger sind. Aber die beiden Organisationen, Nojo-Orden, Fethullah Gülen bzw. Grauen Wölfen, haben zwei identische Punkte, und zwar den türkischen Synthese, Nationalismus und Islamismus. Es gab auf der Seite www.kurtmania.com von den Kurden einen Film von 1992, wo sich Fethullah Gülen mit Alparslan Türkiş verbrüdert hat und umarmt hat in der Türkei. Das war der Zusammenschluss von Gülen mit den Grauen Wölfen. Letzte Forderung von mir. Der historisch bewiesene Völkermord an den Armeniern in die Schulbücher. In die Schulbücher. Und ich möchte dazu beitragen, dass am 24. April 2015 beim 100. Gedenktag für die Armenier ein Denkmal in Berlin enthüllt wird. Da würde ich ganz gerne viele Leute von heute in Berlin wiedersehen. Denn, letzter Satz, integrieren durch Ignorieren kann nicht funktionieren. Danke.